Der Brassen ist einer der großen Friedfische im Süßwasser und eine echte Herausforderung für den Sportangler. Der Fisch lebt vor allem in Seen, wo er sich in großen Schwärmen in Buchten, an Böschungen und draußen auf Bänken ernährt. Er kommt auch in Kanälen und Flüssen vor. Wir sind in Dänemark auf Brassenfang gegangen, zusammen mit Paul Kuck und seinen Angelkameraden. Paul ist ein Expert des Brassenangels und hat sich in vielen verschiedenen Gewässern große Erfahrung mit Brassen angeeignet. Der Brassen ist an seinem hohen Rücken, seiner Größe und seinem seitlich zusammengedrückten Körper leicht zu erkennen. Er hat große Schuppen und sein Rücken ist oft grünlich-braun mit einem bronzenen Schimmer. Der Kopf ist klein und der Fisch hat ein unterständiges Rüsselmaul, das es ihm ermöglicht, den Grund nach Mückenlarven und anderen Kleintieren förmlich abzusaugen. Der Körper ist mit Schleim überzogen. Die Schwanzflosse ist breit und kräftig und macht den Fisch zu einem zähen und harten Widersacher. Bei Brassen gibt es große Farbunterschiede, von Gold bis Silber. Kleine Brassen sind nicht ganz so hochrückig und können leicht mit der Güster verwechselt werden, deren Augen aber größer und deren Afterflosse breiter und kürzer ist. Die Lippen sind lederartig und der besonderen Lebensweise angepasst. Die weißen, perlenartigen Flecken sind Laichknötchen, die kurze Zeit nach dem Laichen verschwinden. Sie sind rau und hart und nur die Männchen haben sie. Sie laichen im Mai, Juni, wenn das Wasser von der Frühjahrssonne erwärmt ist. Ein Brassenweibchen legt 200.000 bis 300.000 Eier und das Ableichen dauert oft einen Monat lang unter lautem Platschen im Schilfwald. Nach dem Laichen sind die Fische sehr hungrig. Sie patrouillieren die Ufer entlang und im flachen Wasser kann man Glück haben und den Schwanz eines senkrecht stehenden Fisches herausragen sehen, der den Grund nach Nahrung durchwühlt. Der Brassen ist ein typischer Schwarmfisch, der die Ufer entlang wandert. Grundangeln ist die meistverbreitete Fangmethode. 3 Meter lange spezielle Grundruten mit Bibberspitze registrieren den vorsichtigen Biss des Brassen. Halten Sie die Rute rechtwinkelig zur Schnur, sodass Sie beim Anhieb guten Kontakt mit dem Fisch haben. Das Vorfach zum Grundangeln ist 40 cm bis 1,5 Meter lang. Wählen Sie ein Vorfach von 0,10 bis 0,20 mm. Statt einer Bleibeschwerung kann man auch Futterspiralen oder Futterkörbchen verwenden, die mit Lockfutter gefüllt in der Nähe des Hakens präsentiert werden. Es gibt viele Arten. Die Metallspirale jedoch wird ausschließlich für Futter ohne Würmer oder Maden verwendet. Die Futterkörbchen aus Plastik sind für reines Lockfutter oder für gemischtes Futter mit Maden und Würmern. Es gibt sie in vielen verschiedenen Größen und Gewichten. Zum Angeln in einem See wird ein Paternoster-Vorfach verwendet. Es kann wie hier mit einer Schlinge mit der Hauptschnur verbunden werden. In die Schlinge wird das Grundblei an einer kurzen Schnur eingebunden. Verwenden Sie kleine, runde Bleie, damit der Fisch das Blei bewegen kann, wenn er anbeißt. Das sorgt für einen deutlichen Biss. Die Hauptschnur wird mit dem Vorfach, das man selbst bindet oder in einem Angelsportgeschäft kauft, verbunden. Richtiges Anfüttern ist entscheidend für erfolgreiches Angeln auf Brassen. Die Grundmischung gibt es in Angelgeschäften. Sie genügt für eher privates Angeln. Viele Brassen und besonders Wettkampfangler schwören auf ihre eigene Mischung. Die Spezialmischung von Paul Kuck besteht aus Paniermehl, Biskuitmehl, Kopramelasse, Maismehl, Hanfmehl, Vanillezucker und noch vielem mehr. Paul Kuck hat seine eigene Lieblingsmischung für das Brassenangeln in Seen. Die Schüssel für die Futtermischung wird gründlich von eventuellen alten Futterresten gereinigt. Danach nimmt man 2 bis 3 Hände voll Würmer, entweder Mistwürmer oder Tauwürmer. Letztere werden zerstückelt. So ergeben sie Geruch und Geschmack. Mistwürmer werden auch als Hakenköder verwendet. Der Brassen ist eine Naschkatze und liebt süße Sachen. Flüssige Melasse ist ein natürlicher Süßstoff, von dem Paul Kuck 2 bis 3 Kreise verwendet. Das Paniermehl ist die Grundlage der Futtermasse. Nehmen Sie 2 bis 3 große Hände voll davon. Statt Paniermehl wird öfters auch das ein wenig teurere Biskuitmehl verwendet.
Man kann auch halbe-halbe mischen. Jetzt wird der Brassen noch mit zwei großen Händen voll Cobra-Melasse-Pulver verwöhnt. Hanfmehl gibt Duft und Geschmack. Es enthält ein wenig Öl, sodass sich die Futterballen leichter am Seegrund auflösen. Nehmen Sie daher eine große Handvoll Hanfmehl. Maismehl trägt ebenfalls dazu bei, dass sich der Futterballen auf dem Seegrund auflöst. Nehmen Sie davon eine Handvoll. Für die Seemischung sind zwei Hände voll Kokosmehl wichtig. Es löst den Futterballen im Wasser auf und steigt mit den anderen Stoffen zur Oberfläche. Das Ganze sinkt dann wieder ab und verteilt sich auf diese Weise, sodass rund um den Futterplatz eine Geschmackswolke entsteht. Ein Geheimtipp ist ein bisschen Geschmacks- und Duftkonzentrat aus Taubenkot. Jetzt wird das Futter gründlich gemischt. Eventuell auftretende Klumpen werden zerdrückt. Abgesehen von den Würmern haben wir nun die gleiche Grundmasse, die man auch im Geschäft kaufen kann. Mischen Sie jetzt Mais und andere Leckerbissen dazu. Der Saft aus der Maisdose ist süß. Er wird zusammen mit einer Viertel- bis halben Dose Maiskörnern beigemengt. Aber bitte nicht mehr, da der Brassen sich an Mais zu schnell sattfressen kann. Und jetzt war es Brassendynamit, Madenpuppen. Viele nehmen Maden, doch Paul schwört auf Madenpuppen und verwendet 2 bis 3 Hände voll davon. Ganze und zerkleinerte. Sie geben Geschmack und Duft und der Brassen liebt sie. Das Futter für das Angeln im See ist soweit im Großen und Ganzen trocken gemischt worden, um das Auflösen der Futterballen im Wasser zu erleichtern. Erst jetzt kommt Wasser hinzu. Das Futter wird gründlich gemischt, bis es die richtige Konsistenz hat. Das erfordert sehr viel Erfahrung. Es darf weder zu bröckelig, noch zu leicht, zu schwer oder zu klebrig sein. Eben genau so. Man lernt es mit der Zeit. Zuletzt wird ein bisschen Vanillezuckerkonzentrat, nur 1 bis 2 Löffel voll, beigemengt. Das ist reichlich für unsere Naschkatze draußen im See. Die Mischung ist jetzt gebrauchsfertig. Die Futterzutaten bekommen Sie in guten Angelgeschäften und Sie können viel Geld sparen, wenn Sie zum Beispiel Paniermehl, Biskuitmehl, Kokosmehl, Maismehl und so weiter in größeren Mengen kaufen, sodass Sie für die ganze spannende Brassensaison genug haben. Und wenn Sie nicht selbst mit dem Futter herumexperimentieren wollen, gibt es die Grundmischungen fertig. Dann können Sie immer noch zu einigen von Paul Cooks Futtertipps greifen. Mahlzeit, lieber Brassen. Besseres Brassenfutter und gesündere Kost für eine geglückte Angeltour gibt es fast nicht. Es ist eine Kunst, richtig anzufüttern. Beginnen Sie Ihr Tun mit 3 bis 5 Futterballen, die Sie an genau der Stelle auswerfen, wo Sie angeln wollen. Vergessen Sie nicht, sich vorher die Hände zu befeuchten. Der Futterballen bekommt leichter die richtige Form und gleitet besser, sodass er nicht in der Luft oder an der Wasseroberfläche zerfällt. Die Futterballen brechen im Wasser auf, sinken zu Boden und lösen sich auf. Das Kokosmehl steigt an die Oberfläche und sorgt dafür, dass der Ballen vollständig zerfällt und eine Geschmacks- und Duftwolke rund um den Angelplatz bildet. Jetzt ist der Tisch für die Brassen gedeckt. Mais, Madenpuppen und Würmer. Plötzlich ein Biss. Und dann ein schneller Anhieb. Obwohl der Brassen zu den Friedfischen gehört, ist er ein schwerer und zäher Gegner mit dem leichten Angelgerät. Der Brassen gibt nicht so schnell auf. Er ist hochrückig und nützt seinen großen, schuppigen Körper in allen Phasen des Kampfes. Die Bremse muss fein eingestellt sein.
Zum Brassenangeln ist ein guter, großer Kescher nötig. Sonst können Riesen wie dieser, sechspfündige Fisch, nur sehr schwer gelandet werden. Mit Hilfe des Hakenlösers wird der Haken schnell und schonend entfernt. Keine Hexerei. Das ist echte Ware, ein Traumfang. Die zarte, dünne Bibberspitze zeigt selbst den leichtesten Biss an. Trotzdem braucht man ständige Konzentration. Rutenhalter mit diesen Rutenauflagen sind für das Grundangeln geeignet. Wenn man seine Ausrüstung harmonisch zusammenstellt, bereitet das Angeln am meisten Freude. Die Brassen haben ihren Weg zum Futter gefunden. Jetzt gilt es, den richtigen Köder zu haben. Aber was nimmt man jetzt am besten? Maden, Würmer, Madenpuppen oder Maden kombiniert mit Würmern? Maden sind nie ein Fehler. Hier werden 4 Maden angeködert. Paul hat viele gute Rezepte für einen guten Happen oder eine Vorspeise für den Brassen, je nach dessen Beißlust. Maden sind schwierig am Haken anzubringen. Es erfordert etwas Fingerfertigkeit. Der Zehnerhaken ist ein guter Brassen-Standardhaken. Wir beködern ihn mit 3 Maden. Zerdrücken Sie die Maden nicht. Ein Achterhaken wird mit 5 bis 6 Maden in einem Bündel bestückt. Der Goldhaken wird auf hellem Grund verwendet, während der dunkle Haken auf dunklem Boden benutzt wird. Sind die Brassen schwer zum Beißen zu bringen, versuchen Sie es mit einer roten und 2 weißen Maden. Oder versuchen Sie es mit einem kleineren Haken. Man kann den Haken auch ganz in der Made verbergen. In diesem Fall wird ein 14er bis 18er Haken verwendet, der mit einer zusätzlichen roten Made besonders verlockend gemacht wird. Cocktails können sehr gut sein. Ein Cocktail besteht zum Beispiel aus einer Madenpuppe und einer weißen Made. Die Madenpuppe wird am Hakenschenkel angebracht, die Made normal aufgesetzt. Ein Brassen kann genauso heikel sein wie wir. Falls er satt ist, ist er schwer zum Anbeißen zu bekommen. Dieser Cocktail ist für den Brassen fast immer gut geeignet. Würmer sind spitze. Mistwürmer oder Gelbschwänze sind der Lieblingsköder vieler Brassenangler. Verwenden Sie für Mistwürmer einen 12er bis 18er Haken. Man kann auch einen großen Wurm verwenden. Der Haken wird durch den Kopf des Wurmes geführt. 2 bis 3 Zentimeter Schwanz von einem großen Wurm sehen sehr lebendig aus und sind für Fische sehr anziehend. Hier ist Paul Cooks Wurmcocktail für schwierige und große Brassen. Ein kleiner Wurm mit einer Madenpuppe und einer kleinen roten Made. Beim Brassenangeln muss man sich eine Regel stets vor Augen halten. Brassen sind heikel, besonders in stark befischten Gewässern. Nur ein sehr anziehender Köder lockt die großen Fische an. Maiskörner sind fängige Sommerköder und eine gute Alternative, wenn man nicht von Rotaugen und Ukeleis belästigt werden will. Verwenden Sie für Mais einen 8er bis 14er Haken. Ein Maiskorn braucht einen 12er bis 14er Haken, 2 Maiskörner einen 8er bis 10er Haken. Der Goldhaken ist eine logische Wahl, weil er farblich neben dem Mais nicht auffällt. Außerdem ist Mais bei Sand oder hellem Grund die natürliche Wahl. Mit diesen einfachen Tipps für Ausrüstung, Futter und Köder sind die Chancen auf einen Brassen mit Klosettdeckelformat für Anfänger und Fortgeschrittene gut. Der Brassen hat genau die Größe, die ihn für jeden Friedfischangler zu einer Herausforderung macht. Hat man erst einmal erlebt, dass sich die Rute biegt wie ein Flitzbogen, wenn der Brassen beißt, ist man ihm schon verfallen. Dann opfert man gerne ein bisschen mehr Geld für Futter, um einen großen Schwarm Brassen bei der Stange zu halten und zu erleben, wie Fisch für Fisch beim Fressen des Köders Kopf steht.
Das Brassenangeln hat sich während der letzten 10 bis 15 Jahre in Windeseile verbreitet. Früher war ein Brassenangler eine Seltenheit. Den meisten Anglern stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, wenn sie den Tagesfang besprachen und mit einem Achselzucken sagten, nur ein Brassen. Heute dagegen ist der Brassen einer der beliebtesten Fische und es gibt richtige Spezialisten. Ein schöner goldbronzener Brassen von 4 Pfund, ein guter Beginn für eine Angeltour. So etwas regt den Appetit auf weitere Brassen an. Egal, dass die kleineren Fische so schrecklich schleimig sind und der Setzkescher seinen ganz speziellen Brassen-Odeur bekommt. Paul Cook angelt weiter. Ein schwerer Fisch beißt. Sein Futterrezept von 3 bis 5 Ballen am Angelplatz zu Beginn und jede Viertelstunde ein weiterer funktioniert. Ein schöner Brassen auf dem Wege in den Kescher. Obwohl das Wetter nicht auf unserer Seite ist. Es ist schön, heiß und das Wasser ruhig. Nicht gerade das Lieblingswetter des Brassen. Die Sonne steht hoch. Es sollte besser in den Morgen- oder Abendstunden sein, wo Fische immer eine aktive Periode haben. Die kalten, windigen Tage sind oft hoffnungslos. Dagegen ist wärmeres Wetter mit Nieseln und krauser Wasserfläche die reinste Freude. Aber jeder leidenschaftliche Brassenangler angelt auch bei ungünstigem Wetter. Warum auch nicht, wenn Fische wie der Brassen überlistet werden können? Vorsichtig wird der Haken gelöst, der zur Sicherheit in einen Rutenring gehängt wird. Dann ist er nicht im Wege. Das Grundangeln ist eine Methode auf Brassen. Angeln mit der Pose eine ganz andere. Es gibt viele verschiedene Posen, die besten aber sind die schlanken Antennenposen oder Posen vom Wackeltyp. Die Schnur wird am Ende der Pose montiert, entweder durch das kleine Loch oder mit Hilfe eines Gummiadaptors mit Wirbel. Die Bleischrote werden auf die Schnur mit etwas Abstand zur Pose geklemmt, sodass diese ein wenig Spiel auf der Schnur hat, sonst zerbricht sie beim Wurf. Ungefähr die Hälfte des nötigen Bleigewichtes wird unmittelbar an der Pose montiert. Die andere Hälfte des Bleigewichtes wird auf der Schnur nicht genau in der Mitte zwischen Haken und Blei montiert, sondern einige Zentimeter Richtung Haken. Auf diese Weise erzielt man einen präzisen Wurf ohne Verheddern. So wird das Vorfach an die Schnur gebunden. Ein ganz kleines Bleischrot wird 15 bis 30 Zentimeter vom Haken festgeklemmt und liegt auf dem Grund oder hängt knapp darüber und wirkt als Bissanzeiger. Wenn der Brassen den Köder nimmt, hebt sich die Pose ein wenig und zeigt so einen Biss an, einen sogenannten Hebebiss. Das Füttern ist beim Posenangeln genauso wichtig wie beim Grundangeln. 3 bis 5 Futterballen am Anfang und danach jede Viertelstunde, nachdem der erste Brassen angebissen hat, ein weiterer. Haben Sie Geduld und vermeiden Sie Überfütterung. Die Fische werden schon auftauchen. Feste Posen werden bis zu 3 bis 4 Meter Tiefe verwendet. In tieferem Wasser wird eine Laufpose benutzt. 3,5 bis 4 Meter lange, typisch englische Matchrouten eignen sich hervorragend zum Posenangeln.
Die Rutenspitze wird unter Wasser gehalten, damit die Schnur absinkt und nicht vom Wind, Wellen und der Oberflächenströmung erfasst wird. Zu gewissen Zeiten vergehen Stunden zwischen den Bissen. Es gibt völlig leere Tage und Tage, an denen die Pose kaum die Oberfläche berührt und es beißt. Wie kommt man hinter die besten Beißzeiten? Ein Schwarm Brassen ist ständig unterwegs und hält nur an bestimmten Stellen, um den Grund nach Mückenlarven abzugrasen. Besonders in Seen spricht man von regelrechten Brassenstraßen. Kennt man seine Gewässer gründlich, können tüchtige Brassenangler fast ihre Uhr nach der Ankunft des Brassenschwarms stellen. Zeigen die Fische Kopf, Rücken und Schwanz an der Oberfläche, sind sie auf Wanderung und es besteht keine Hoffnung, sie zu fangen. Wälzt sich ein Brassen jedoch an der Oberfläche und legt sich auf die Seite, dann kann er gefangen werden. Wenn vom Grund Luftblasen aufsteigen, dann sind die Brassen mitten im Fressen. Paul hat einen Schwarm Brassen zum Futterplatz gelockt. Paul kennt eben seine Gewässer sehr gut. Fragt man ihn, was besser ist, Posenangeln oder Grundangeln, so ist seine Antwort: Beim Grundangeln bringt das Blei das Vorfach schnell hinunter auf den Grund und man hat die besseren Aussichten, nur Brassen zu fangen. Angelt man dagegen mit Pose, beißen oft Ukeleis und kleine Rotaugen. Doch Paul hat eine große Vorliebe für das Posenangeln. Versagt es, wechselt er oft zum Grundangeln.
Den Brassen gibt es auch in fließendem Wasser. In Flüssen findet man den Fisch oft in Gumpen und am Strömungsrand. Und Paul Cook hat sich genau einen solchen Platz zum Brassenangeln ausgesucht. Die Ausrüstung ist im Wesentlichen die gleiche wie beim Angeln im See. Und trotzdem gibt es kleine, wichtige Unterschiede. Paul Cook hat beim Brassenangeln glänzende Zeiten mit Mistwürmern als Köder erlebt. Aber heute schwört er auf Madenpuppen. Frische Maden sind ausgezeichnete Köder. Der schwarze Fleck zeigt, dass die Made ganz frisch und in Rind- oder Schweinefleisch herangewachsen ist. Ein schwächerer Fleck, dass sie in Geflügel oder Fisch lebte. Maden dürfen rot gefärbt werden, wenn man Lebensmittelfarben verwendet. Die Maden werden zu Puppen, die man sowohl als Köder wie auch das ganze Jahr über als Futter verwenden kann. Sie sind im Sommer und Herbst sowie speziell an ruhigen, warmen Tagen, wo die Puppe mehr ein kleiner Leckerbissen ist als eine richtige Mahlzeit, besonders gut. Wenn das Angeln schwierig wird, ist es Zeit, es mit Puppen zu versuchen. Hier entwickelt sich die Made zur Puppe. Diese Made hier kann noch als Köder benutzt werden. Die hellbraunen Puppen in der Mitte können sowohl als Köder wie als Futter verwendet werden. Im Ganzen oder zerkleinert. Die dunkelsten Puppen enthalten Luft und eine fertig entwickelte Fliege. Sie werden als Köder verwendet, aber nie als Futter. Die Entwicklung von der Made zur Puppe dauert bei warmem Wetter 2 bis 3 Tage. Im Wasser sieht man, wie unterschiedlich schnell die verschiedenen Entwicklungsstadien der Puppe absinken. Je älter die Puppe, desto langsamer sinkt sie. Die langsam sinkenden Stadien sind als Köder hervorragend, weil sie dem Gewicht des Hakens entgegenwirken und den Köder natürlicher und einladender machen. Die letzten 2 Puppen sind ganz dunkel und schwimmen an der Oberfläche. Die Puppen sind wesentlicher Bestandteil von Paul Cooks Angeltätigkeit, seiner Fänge und guten Platzierungen in vielen Wettbewerben. Er braucht viel Zeit für das Sortieren von Puppen und Maden. Hier werden weiße Maden und hellbraune und braune Puppen zusammen mit Sägemehl in ein Sieb gefüllt. Das Sieb wird gründlich geschüttelt, damit das Sägemehl herausrieselt. Jetzt arbeiten sich die Maden durch das Sieb und fallen in die Schüssel. Nach einiger Zeit sind die Puppen abgesondert, aber da liegen noch einige tote Maden, die dem Futter einen schlechten Beigeschmack geben. Es ist nötig, sie zu entfernen, denn der Brassen kann genauso wählerisch sein wie wir bei Tisch. Wir essen nichts Verdorbenes, wenn Frisches auf dem Tisch steht. Ein guter Tipp ist, eine Futterschale nass zu machen und eine kleine Handvoll Puppen hineinzulegen. Halten Sie jetzt die Schale schief und schütteln Sie ein wenig. Die lebenden Puppen rollen nach unten, während die toten und verpuppten Maden hängen bleiben. Die lebenden Puppen werden sortiert, indem man sie ins Wasser legt. Die absinkenden werden als Futter verwendet, die schwimmenden als Köder. Das Futter und die Futtermischung für fließende Gewässer unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht von der Mischung für Seen. Paul Cook hat auch hier sein Standardrezept. Die Schüssel wird von alten Futterresten gesäubert. Eine runde Schale ist übrigens besser als eine viereckige, weil man das Futter in einer runden besser vermischen kann. Beginnen Sie die Mischung mit 2-3 Kreisen flüssiger Melasse. Danach nehmen Sie eine kleine Handvoll konzentriertes Futter, unter anderem mit Taubenkot. Hanfmehl ist gut in fließendem Wasser. Nehmen Sie eine Handvoll. Das gibt Geschmack und Duft und lässt den Futterballen in natürlicher Weise zerfallen. Dagegen wird kein Kokosmehl verwendet. Es löst die Kugel zu schnell auf. Außerdem wird Kokosmehl von der Strömung erfasst und weggespült. Der Brassen wird von Süßigkeiten angelockt. Deshalb sind 1 bis 3 Hände voll Kopramelasse für die Fließwassermischung obligatorisch.
Als Grundlage nimmt man 3 Hände voll Paniermehl oder Biskuitmehl oder halbe halbe. Das Futter wird gründlich durchgemischt. Die Klumpen werden zerdrückt und Wasser wird beigefügt. Das Futter für fließendes Wasser muss schwerer und feuchter sein als für das Angeln im See, damit die Ballen schneller sinken. Es kann auch im nassen Zustand gemischt werden. Wasser wird mehrmals beigegeben, damit das Futter sich vollsaugen kann und dicht und schwer wird. Die Grundmischung ist jetzt fertig. Will man sie nicht selbst machen, gibt es entsprechende Mischungen in den Anglergeschäften. Jetzt kommt das lebende Futter in die Mischung. Man kann Mistwürmer oder Gelbschwänze verwenden. Auch Wurmreste, Maden oder Madenpuppen sind geeignet. Maden können von der Strömung erfasst und fortgespült werden. Paul schwört auf seine verpuppten Maden und verwendet 1 bis 3 Hände voll davon in der Mischung. Eine Hälfte wird zerkleinert, die andere im Ganzen beigemengt. Die Madenpuppen sind bei schwierigen Bedingungen und in überfischten Gewässern besonders gut. Sie locken die Brassen bedeutend länger als die Maden, die auch vom Futterplatz wegkrabbeln. Gießen Sie die Flüssigkeit von 1 Dose Mais zusammen mit 1/4 bis der Hälfte der Körner in das Futter. Keinesfalls mehr. Mais ist sehr verführerisch, aber die Fische fressen sich an den süßen Körnern zu schnell satt. Es gibt verschiedene Süßstoffe, doch Vanillezucker ist sicherlich der meistverbreitete beim Angeln auf Brassen. Streuen Sie 1 bis 2 Esslöffel Vanillezucker über die Mischung. Nun ist die Mischung für fließendes Wasser fertig. Vielleicht muss noch ein bisschen mehr Wasser oder mehr Paniermehl eingerührt werden. Das lernt man mit der Zeit. Übung macht den Meister. Es dauert seine Zeit, die richtige Konsistenz zu finden. Niemand kann erwarten, beim ersten Versuch einen perfekten Futterballen herzustellen. Jetzt kann die Konsistenz des Futters getestet werden. Hält der Ballen, dann ist er in Ordnung. Futterkörbchen und Futterspiralen können das Angeln in fließenden Gewässern erfolgreicher machen. Sie werden auf die Hauptschnur montiert. Als Stopper nehmen wir Bleischrot, das sich auf der Schnur verschieben lässt, sodass man den Abstand zum Haken verändern kann. Um zu vermeiden, dass die Schnur beschädigt wird, muss sie nass sein, bevor man das Blei verschiebt. Es gibt eine Unzahl von Futterkörbchen, mit oder ohne Bleigewicht, und jeder Typ hat seine besondere Funktion. Die Futterspirale oder das offene Futterkörbchen wird mit Futter versehen. Der große Vorteil bei diesen Körbchen und Spiralen ist der, dass man mit ihnen 30 bis 40 Meter werfen kann. Wer kann schon Futterballen so genau und weit werfen? Dieser Typ Futterkörbchen ist geschlossen und mit kleinen Löchern versehen. Er wird ausschließlich für Maden oder Mistwürmer verwendet. Der Deckel wird geöffnet und das Körbchen gefüllt. Die Würmer und Maden krabbeln durch die Löcher heraus, wenn das Körbchen auf dem Seegrund liegt.
Wo es möglich ist, werden Futterkörbchen und Futterspirale mit dem Einwerfen von Futterballen kombiniert. Präzise Würfe sind wichtig. Je genauer die Futterballen am Angelplatz liegen, desto besser. Die Ballen brechen auf und die Duftwolke treibt mit der Strömung, während der leckere Inhalt auf das Eintreffen des Brassenschwarmes wartet. Futterkörbchen und Spirale werden von der Strömung nach 3 bis 5 Minuten ausgewaschen, wonach sie wieder gefüllt werden müssen. Verwenden Sie Ruten mit Bibberspitze und stellen Sie diese in lange Rutenhalter, sodass die Schnur aus dem Wasser gehoben wird. Es gibt verschiedene Bibberspitzen, solche für starke Strömung und weichere für schwache Strömung. Futter für fließende Gewässer muss ziemlich feucht und schwer sein. Es ist von Vorteil, Futterkörbchen zu verwenden, deren Inhalt nach und nach ausgewaschen wird. Das lockt die Fische an. Der Brassen im fließenden Wasser ist ein schwieriger Bursche. Speziell in sauerstoffreichem Wasser ist er auch sehr lebendig. Nach einer kurzen Denkpause auf dem Grund wird er von der Stelle weggezwungen, um nicht seine Artgenossen zu erschrecken. Sobald sich der Brassen auf die Seite legt, ist er bereit für den Kescher mit langem, teleskopischen Stiel, der über den Schilfgürtel reicht. Ein schöner, dicker, männlicher Brassen, noch mit schwachen Laichknötchen, ungefähr 5,5 Pfund. Die schlanke Pose vom Wackeltypus ist genau das Richtige für fließendes Wasser, zum Beispiel größere Bäche und kleinere Flüsse mit Tiefen bis zu 3 bis 4 Metern, also ungefähr einer Rutenlänge. Die Pose wird an der Schnur befestigt, genauso wie wir es beim Angeln am See gesehen haben. Der Gummiadaptor macht den Austausch von Posen leichter und schneller. Seichtes Wasser und kurze Würfe erfordern leichte Posen mit einer Tragkraft von wenigen Gramm. Beim Posenangeln ist es wichtig, dass der Köder über den Grund schleift, wo der Brassen auf Futtersuche ist. Fischt man oberhalb des Grundes, hat man oft einen Rotaugenbiss. Füttern Sie immer genau am Anfütterungsplatz. Um die Pose immer auf der gleichen Bahn zu halten, halten Sie Ihre Rute sehr hoch, sodass die Schnur aus dem Wasser bleibt. Die Pose wird beim Abtreiben nur ein bisschen gebremst, sodass der Köder nur wenig langsamer driftet als die Strömung.
Genau dieses Wechselspiel zwischen Strömung und dem Gang des Köders ist die Kunst des Posenangelns. Die geringste Änderung des Posenganges bedeutet vielleicht einen Biss. Die Pose kann stillstehen, zur Seite ziehen, nach unten gehen oder steigen. Der Brassen nimmt den Köder in fließendem Wasser nur sehr zögernd. Ein zu schneller Anhieb hat oft den Verlust des Fisches zur Folge. Hier wird Technik belohnt. Ein schöner 5-Pfund-Brassen hat angebissen und nützt jetzt seine ganze Breitseite gegen die Strömung. Genau diese Phasen sind sicherlich die Höhepunkte beim Brassenangeln mit Pose im fließenden Wasser. Der Fisch stellt sich in der Strömung quer und ist mit seinem breiten, hochrückigen Körper schwierig zu drillen. Aber sobald er das Gleichgewicht im Wasser verliert und seine schöne, goldbronzene Flanke zeigt, ist er kurz vor dem Aufgeben. Jetzt ist es an der Zeit, den langen Kescher hinauszustrecken. Die Lippen des Brassen sind wie Leder und es kann lange dauern, den Haken frei zu bekommen, entweder mit einer Zange oder mit einem Hakenlöser. Von einem solchen Brocken kann man lange zehren und von ihm träumen, an Tagen, wo das Angeln mühsam verläuft. Der Brassen steigt in der Gunst der Sportangler und lockt sie das ganze Jahr über ans Wasser, an schönen Sonnentagen und bei rauem Wind. Ist man erst einmal mit dem Brassen auf Du und Du, enttäuscht er uns bestimmt nicht. Er kann mit seiner Größe und Schönheit jeden Sportangler erfreuen. Where else but Denmark?